Mein perfektes Frühstück. Mein perfektes Frühstück. Guten Morgen. Heute erzähle ich euch von meinem perfekten Frühstück. Guten Morgen. Heute erzähle ich euch von meinem perfekten Frühstück. Am Wochenende habe ich Zeit, um gemütlich zu frühstücken. Am Wochenende habe ich Zeit, um gemütlich zu frühstücken. Lass mich dir erzählen, was alles auf meinem Frühstückstisch steht. Lass mich dir erzählen, was alles auf meinem Frühstückstisch steht. Zuerst bereite ich meinen Kaffee vor. Zuerst bereite ich meinen Kaffee vor. Ich liebe schwarzen Kaffee. Ich liebe schwarzen Kaffee. Dafür nehme ich meine Lieblingskaffeetasse aus dem Schrank. Dafür nehme ich meine Lieblingskaffeetasse aus dem Schrank. Manchmal gebe ich auch ein bisschen Sahne hinzu, aber heute bleibe ich bei schwarzem Kaffee. Manchmal gebe ich auch ein bisschen Sahne hinzu, aber heute bleibe ich bei schwarzem Kaffee. Für meine Freundin mache ich Tee. Für meine Freundin mache ich Tee. Sie trinkt immer schwarzen Tee mit einem Teebeutel. Sie trinkt immer schwarzen Tee mit einem Teebeutel. Dafür nehme ich eine schöne Teetasse. Dafür nehme ich eine schöne Teetasse. Als nächstes kommen die Brötchen. Oder wie man in Süddeutschland sagt, die Semmeln. Als nächstes kommen die Brötchen. Oder wie man in Süddeutschland sagt, die Semmeln. Ich liebe frische Brötchen. Ich schneide sie auf und bestreiche sie mit Butter. Ich liebe frische Brötchen. Ich schneide sie auf und bestreiche sie mit Butter. Manchmal esse ich sie mit Marmelade oder Honig, je nachdem, worauf ich Lust habe. Manchmal esse ich sie mit Marmelade oder Honig, je nachdem, worauf ich Lust habe. Heute habe ich Erdbeermarmelade und Honig auf den Tisch gestellt. Heute habe ich Erdbeermarmelade und Honig auf den Tisch gestellt. Natürlich darf Käse nicht fehlen. Natürlich darf Käse nicht fehlen. Ich habe ein paar Sorten da, zum Beispiel Gouda und Emmentaler. Ich habe ein paar Sorten da, zum Beispiel Gouda und Emmentaler. Meine Freundin mag lieber Wurst, deshalb habe ich auch ein paar Scheiben Wurst vorbereitet. Meine Freundin mag lieber Wurst, deshalb habe ich auch ein paar Scheiben Wurst vorbereitet. Dazu gibt es ein hartes gekochtes Ei. Dazu gibt es ein hartes gekochtes Ei. Manchmal mache ich auch Rührei, aber heute gibt es nur gekochte Eier. Manchmal mache ich auch Rührei, aber heute gibt es nur gekochte Eier. Für ein bisschen Abwechslung gibt es auch Müsli und Joghurt. Für ein bisschen Abwechslung gibt es auch Müsli und Joghurt. Ich mag Müsli mit Nüssen und Trockenfrüchten. Ich mag Müsli mit Nüssen und Trockenfrüchten. Dazu nehme ich eine Schüssel und einen Löffel. Dazu nehme ich eine Schüssel und einen Löffel.
Meine Freundin isst lieber Cornflakes mit Milch. Meine Freundin isst lieber Cornflakes mit Milch. Manchmal schneiden wir auch frisches Obst dazu, wie Bananen oder Äpfel. Manchmal schneiden wir auch frisches Obst dazu, wie Bananen oder Äpfel. Für den Durst gibt es Orangensaft und Tomatensaft. Für den Durst gibt es Orangensaft und Tomatensaft. Ich trinke gerne ein Glas Orangensaft, während meine Freundin lieber Tomatensaft mag. Ich trinke gerne ein Glas Orangensaft, während meine Freundin lieber Tomatensaft mag. Das ist gesund und gibt Energie für den Tag. Das ist gesund und gibt Energie für den Tag. Und zum Schluss gönnen wir uns noch ein Stück Kuchen. Und zum Schluss gönnen wir uns noch ein Stück Kuchen. Heute haben wir einen leckeren Apfelkuchen. Heute haben wir einen leckeren Apfelkuchen. Das ist der perfekte Abschluss für unser Frühstück. Das ist der perfekte Abschluss für unser Frühstück. So sieht mein perfektes Frühstück aus. So sieht mein perfektes Frühstück aus. Es ist eine Mischung aus süß und herzhaft, warm und kalt. Es ist eine Mischung aus süß und herzhaft, warm und kalt. Es macht Spaß, alles vorzubereiten und dann in Ruhe zu genießen. Es macht Spaß, alles vorzubereiten und dann in Ruhe zu genießen. Jetzt bin ich gespannt. Wie sieht dein perfektes Frühstück aus? Erzähle es mir gerne in den Kommentaren. Jetzt bin ich gespannt. Wie sieht dein perfektes Frühstück aus? Erzähle es mir gerne in den Kommentaren. Ich hoffe, euch hat die kleine Geschichte gefallen. Ich hoffe, euch hat die kleine Geschichte gefallen. Like, share, subscribe. Auf Wiedersehen.